Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der länger. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Heute mit dem Thema die Neurologie, Anatomie und Physiologie des Ganzen. Man könnte sagen, heute geht mir Nils auf die Nerven. Ich würde dir nie auf die Nerven gehen. Ja, wollen wir anfangen? Gerne. Anatomie von Neurologie bedeutet, wir müssen uns zunächst mal anschauen, was gehört eigentlich alles so zum Nervensystem dazu. Ne? Neurologie ist das Nervensystem, was da betroffen ist. Was gehört dazu? Was haben wir da? Wir haben das zentrale Nervensystem und wir haben das periphere Nervensystem. Das heißt, wir haben einen Teil, naja, der Name sagt schon zentral irgendwie, das ist die Steuereinheit, ne? Und das Periphere ist so ein bisschen, das sind die Verkabelungen. Ne? Alles, was in die Ferne geht. Genau, die dann die Signale absenden, die irgendwie aus dem Gehirn zum Beispiel kommen. Das ist ja das, so wirklich der zentralste Teil unseres zentralen Teils. Und gleichzeitig die Signale, die aus der Peripherie kommen, also von der Haut zum Beispiel, Empfindungen, Wärme, Druck, Schmerz. Ja, absolut, Schmerz. Aber auch so Sachen wie, in welcher Position befindet sich mein Muskel gerade? Ja, das wird dann zurückgeleitet als Feedback. Ja, das sind quasi die Kabel, die dahin liegen. Und wenn wir uns das einmal anschauen, dann ist das schon ein relativ komplexes System. Und das hier ist noch eine deutliche Vereinfachung. Ja, was wir hier in Gelb sehen, ist der zentrale Anteil. Ja, genau, man sieht es hier angedeutet so ein bisschen, ne? Oben das Gehirn und einmal was so die Wirbelsäule entlang nach unten. Genau, das Rückenmark. Ne? Genau. Also das ist dann, oben links steht es auch schön in dem Kasten drin. Ne? Zentrales Nervensystem besteht also aus dem Gehirn, aus dem Kleinhirn, aus dem Hirnstamm und aus dem Rückenmark. Ne? Da denken wir letzten Endes, da sitzt auch so unser Bewusstsein. Und das Blaue, das ist dann das periphere Nervensystem. Wie gesagt, ein bisschen vereinfacht. Du studierst ja auch, also wir studieren ja beide Medizin. So ein paar mehr kommen noch vor. Ja? Sehr viel mehr, ja. Erinnerst du dich noch, wir haben eben schon drüber gesprochen, erinnerst du dich noch an alle? Bei dir ist es noch nicht so lange her wie bei mir. Ich glaube, die korrekte Antwort vor Kamera ist, natürlich erinnere ich mich an alle. Natürlich, natürlich. Wunderbar. Dann machen wir das doch mal. Ja? Was, bitte? Nein, ich glaube, das führt jetzt zu weit. Das, okay. Nein, weiter im Text. Sehr schön. Genau, und wir unterteilen also zentral und peripher, wenn wir das erstmal strukturell anatomisch uns anschauen. Genau, das ist also das, wenn man aufschneidet und nachguckt, was man vorfindet. Es gibt halt zentrale Anteile und welche, die in die Peripherie gehen, also die den gesamten Körper versorgen. Das ist rein tatsächlich das, was man sieht. Und dann gibt es noch eine Einteilung nach Funktionen, also wie es funktioniert. Und da haben wir autonom und willkürlich, also die Teile unseres Nervensystems, die von alleine laufen, ohne dass man wirklich was machen kann. Klassisches Beispiel wäre sowas wie zum Beispiel Verdauung oder Ähnliches. Das sind Sachen, die laufen völlig von alleine ab. Da haben wir keinerlei Möglichkeit, das aktiv selber zu kontrollieren. Und dann gibt es sowas wie Willkürliches, also die Dinge, die wir bewusst ansteuern können. In meinem Falle aktuell zum Beispiel den Mund zum Reden oder Arme zum Bewegen. Das sind alles willkürliche Dinge, wo ich sagen kann, das möchte ich jetzt machen. Und es gibt Dinge, die sind halt autonom, die passieren völlig von alleine. Im Schlaf beispielsweise auch das Atmen. Ja, beziehungsweise das Atmen finde ich ein ganz spannender Punkt. Ja, deswegen, ne? Habe ich es. Perfekt, das ist eigentlich ja halb. Und halb. Ne? Ja. Also es passiert von alleine. Ich glaube, die wenigsten von euch müssen... Genau, das gemischte Akt der Neurologie. Ja, stimmt. Wir müssen nicht grundlegend immer dran denken. Ne? Und es funktioniert trotzdem. Also es ist irgendwie autonom. Gleichzeitig können wir es aber auch willkürlich steuern. Ne? Ich kann bewusst, wir haben das ja beim letzten Mal schon gehabt, mich auch in die Hyperventilation schmeißen. Dann ja, öfter atmen. Ja. Oder auch beim Tauchen die Luft einfach mal anhalten. Umgekehrt, genau, die Luft anhalten, wenn ich tauche, das ist gar kein Problem. Ja. Verarbeitet und entschieden wird das Ganze im zentralen Nervensystem, das haben wir eben schon angesprochen. Das besteht zunächst mal aus dem eben Gehirn mit der Verlängerung und dem Rückenmark und hat eigentlich eine, weil eben so eine zentral wichtige Funktion hat, die auch von nichts anderem ersetzt werden kann. Ja. Liegt das eben hervorragend geschützt.
Ja, einerseits Gehirn, bekannt hier so oben im Kopf, ja, von rundum, von den Schädelknochen umgeben und das Rückenmark im Wirbelkanal, das heißt die Wirbelsäule bildet in der Mitte so einen Kanal aus, ja, und da hängt dann dieses Wirbelmark, dieses Rückenmark also runter. Ja. Ist also in der Hinsicht schon gut geschützt. Dann gibt es mehrere Hirnhäute, die das Ganze zusätzlich schützen. Es gibt eine harte Hirnhaut, die Dura Mater, die das auskleidet, die ist relativ derb so, die schützt das. Dann gibt es noch so eine Spinnenhaut, die ist wie so ein Spinnennetz und federt das in alle Richtungen so ein bisschen ab. Auch das ebenfalls zu so einem Schutz, sowohl vor Schäden mechanischer Art, ne, und zum Infektionsschutz. Und zusätzlich gibt es noch so eine Art Polsterflüssigkeit, die wir da haben. Das ist der sogenannte Liquor, ne? Das ist dieses Gehirnwasser, von dem das umspült ist. Das polstert auch mechanische Schäden mit ab. Und aber darüber wird es eben auch ernährt, das zentrale Nervensystem. Ne? Das heißt, da ist Zucker drin, da ist... sind andere Nährstoffe drin, der Elektrolytausgleich funktioniert mit darüber und ernährt so das zentrale Nervensystem. Und der Liquor wiederum wird natürlich gebildet in bestimmten Zellen, klar, und das wird dann quasi mit dem indirekten Austausch über das Blut gleichzeitig noch ermöglicht. Also man kann sagen, zirkuliert halt irgendwie. Genau, es zirkuliert. Es zirkuliert, absolut. Ja. Und das sind eigentlich schon die wichtigen Dinge, die wir erstmal wissen müssen, wenn wir uns die Anatomie anschauen. Es gibt noch eine ganz spannende Sache, ich muss das unbedingt loswerden, du merkst das schon, zum zentralen Nervensystem, und zwar zu der Frage, wie intelligent sind wir eigentlich? Ne, das ist ja so eine spannende Frage, was macht uns intelligent, wie intelligent sind wir? Es gab vor knapp 100 Jahren inzwischen einen deutschen Anatomen, Mann, wie das damals so war, der unbedingt verhindern wollte, dass Frauen Medizin studieren können. Man mag jetzt mutmaßen, was genau sein Beweggrund war. Offiziell hat er das begründet mit Frauen sind zu blöd und hat da große anatomische Studien angestellt, die bewiesen haben, dass Frauen kleinere Gehirne haben. Das ist nicht überraschend. Frauen sind im Schnitt kleiner als Männer und haben einen kleineren Kopf und dann ist auch nicht so viel Platz für Gehirn. Inzwischen und auch damals schon wurde belegt, dass die Größe des Gehirns nicht direkt mit der Intelligenz korreliert. Elefanten zum Beispiel haben ein deutlich größeres Gehirn. In der Charité ist ein Elefantenhirnmodell ausgestellt in 1:1 Größe. Das ist größer als unser Kopf. Die sind trotzdem nicht intelligenter. Und auch damals dieser Anatom hat Pech gehabt, muss man sagen. Der Reichsgesundheitsminister hat sich über ihn hinweggesetzt und sein Ruf ist nachhaltig geschädigt worden als der Idiot, der versucht hat, etwas zu beweisen, was nicht zu beweisen war. Und was halt auch einfach völlig absurd ist und nicht stimmt. Richtig, ja. Und dann sozusagen damit auch ein bisschen Stand der Erkenntnis, was relativ relevant ist für die Intelligenz und die Rechenfähigkeit sozusagen unseres Gehirns sind die Windungen. Ja? Also je gefurchter, je gewundener ein Gehirn ist, desto vorteilhafter, weil wir damit die Oberfläche erhöhen und das hat dann was mit mikroskopischer Anatomie zu tun. Damit können wir tatsächlich die Rechenleistung erhöhen. Ja? Ob dann die Entscheidungen, die so ein intelligentes Gehirn trifft, intelligent sind, wow. Liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ja, absolut. Absolut. Gut. Das war es eigentlich schon. Ratzfatz. Ja. Galoppritt durch die Neurologie. Haben wir wieder ein Thema abgehandelt. Ja. Nächste Fragen Runde. Sind wir offen. Ja, nächste Runde kümmern wir uns ein bisschen um die Erkrankung. Hm? Absolut. Und bis dahin. Ja, alles Gute. Tschüss.